seid gegrüßt zum heutigen Stream. Ja, es geht hier weiter auf der Insel Annika. Genau. Da haben wir ja noch ein wenig zu tun. Und wir versuchen natürlich hier auch auf Level 50 zu kommen. Ja, ich habe jetzt erstmal nicht weiter geguckt, wo der letzte Mokoko-Samen ist. Aber egal. So. Und wir versuchen natürlich weiter stetig voranzukommen, um auf Stufe 50 zu gelangen. So, wie viel Samen gäbe es hier eigentlich? Auch wieder nur 4. Okay, wenn wir sie finden, okay. Wenn nicht, tja. Dann werde ich das offscreen machen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mal gucken, ob wir heute auch wieder, ja, am Turnier teilnehmen können. Ich hatte gesagt, dass zwar heute kein Stream kommt, aber ich habe jetzt einfach Bock. Ich habe einen Fuchs gesehen, der über die Dächer gesprungen ist. Oh, okay, er hat einen Fuchs. Naja. Guten Tag. Ihre wahre Identität ist mir schon lange suspekt. Okay. Na gut. Halt. Da haben wir noch eine Quest. Wird natürlich alles angenommen. Also ich wollte mal gerade sammle tote Tiere. Okay. Bleh. Genau. Wo sind denn die ganzen Damen heute? Ja, weiß ich doch nicht. So, dann können wir hier auch gleich die Quest abgeben. Und ich will dann gleich auch noch mal was schauen. Ja. Oh, jetzt spiele ich das so lange und kenne immer noch nicht die Abkürzung. 16, das heißt, Superladung bräuchten wir 4. Mal gucken, ob wir uns das leisten können. Superladung Gravur. Jawohl. Einmal bitte suchen. Na toll. 20 Gold. Scheibenhonig. Talismanbündel. Okay. Dank. Ein Windstoß verstreute die Talismane. Kannst du den Kindern diese Talismane geben? Klar. Kann ich Geist gesehen. Machen. Ich werde es sicher verwahren. Stammen die Diebe aus einem anderen Dorf? Was? Diebe? Vielen Dank für den Talisman. Bitte, bitte. Ich höre keine Geräusche mehr. Wundervoll. Jo, gerne doch. Eine Reihe seltsamer Ereignisse plagt das Dorf. Okay. Okay, Moment. Dann, ich würde sagen, wir gehen erst hier und nehmen hier die Quest an.
erfordert wie. Okay. Also das heißt, hier können wir erstmal nicht sammeln. Verbleibende Zeit. Okay. Na toll. Na, guten Tag. So. Zwei muss ich machen. Okay. Quest gebe ich gleich ab. Erstmal hole ich mir hier den Wegpunkt. Okay. So. Soweit so unspektakulär. Boah, aktuell habe ich wirklich gut viel Silber. Kann es aber leider nicht in Gold umtauschen. Es heißt, Hodorn wird am Turnier teilnehmen. Ja, und ich hoffe. Na, mach mal. Genau, hier. Ich hoffe, dass das Paket tatsächlich noch ein bisschen drin bleibt. Geil. Ich finde, die Rüstung sieht schnieke aus. Ja, Nachteil. Ja. Wobei, wenn ich mir das so überlege, das wären 2650 und hier ja, wäre ja, wobei, hier wäre noch das Geisterpferd mit bei, ne? Also, okay. Halt. Da haben wir einen Mokoko-Samen. Und auch noch eine Dehnswürdigkeit, was auch immer. Dankeschön. So. Guten Tag. Sei nur Papa. Okay. Na, vier. Bitteschön. Okay. Da sind noch welche. Oder da geht die Quest weiter, sagen wir es mal so. Das Regierungsbüro nicht ein? No. Außerdem geht da die Story weiter. Davon mal abgesehen. Dieser Leichnam strahlt üble Energie aus. Okay. Und kommt mir das nur so vor? Oder habt ihr alle irgendwie was genommen? Egal. So. Guten Tag. Wenn die Leber fehlt, hat der Gestaltwandler sie wohl genommen? Der Gestaltwandler. Okay. Oh, oh. Och, Mingan. So. Oh, okay. Sodele. So. 26. Wow. Ja, ein bisschen weit nach hinten geschlagen. Oh, da war sogar sowas wie ein Boss dabei. Ja, ich möchte erstmal die eine Quest hier fertig machen. Bevor wir dahin gehen. So, 14 sind erledigt. Ui. Oh, und da haben wir auch noch einen Boss. Den werde ich auch noch gleich einen Besuch abstatten.
Okay, interessant, dass die nicht dazu zählen. Ja, ja, aua. Sag mal, geht's noch? Fischwasch in der Birne? Alter. So, nebenbei mal ein bisschen leben. Gar nichts. Mal ein Ticken nachdenken. Ah, verdammt, da habe ich jetzt gerade ein... Uppala, da lasse ich... Das lasse ich mal in Ruhe. Jojo. Drei habe ich gesagt. Ja, der mischt sich natürlich mit ein. Ist klar. Aua. Na, jetzt haut er ab. Erst ein bisschen Ärger machen wollen. Und dann, wenn er merkt, oh shit. Es wird ein bisschen eng für mich. Dann verdrücke ich mich. Jawohl, ja. So. Und Dankeschön und Dankeschön. So, okay. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Ne, da will ich jetzt noch nicht lang. Oh, da hinten haben wir auch noch... Boah, die Dinger sind aber verdammt eng hier angesiedelt. So, diesmal haust du mir aber nicht ab hier. Mein Feindchen. Und was willst du hier? Auch noch Ärger. Oh, schön. War gut, dass ich nochmal geguckt habe. Mokokosamen. Na, kriege ich dich, bevor du mich... Nee, natürlich nicht. Au. Heiliges Blechle. So. Jetzt ist aber mal Ruhe hier im Karton. Haha, und tschüss. Also nochmal habe ich jetzt keinen Bock, euch niederzumöppeln. So. Erstmal hole ich mir hier vorsichtshalber den Wegschrein. So, und kann dann mal gucken, was wir hier haben. Ringiert die Identitätsanzeige 100%. Wow, nice. Okay. Wobei... Spezial und Crit minus 2. Okay. Ja, da ist Spezial und Flinkheit. Und da schwimmt mir okay. Nee. So, Adeptenheiltrank, ja, den brauche ich nicht unbedingt. Wie war das mit Gravuren? Alt J. So. Okay, hier bin ich schon im. Da bin ich schon, glaube ich, im seltenen Bereich. Ja, genau. Da, hier bin ich schon im seltenen Bereich. So. Das heißt hier... Woge... So, 13 von... Okay. Meister des Schlagschutz der Göttin. Naja. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Eine Wandmalerei. Ich spüre...
spüre böse Energie von der anderen Seite. Okay. Ist das eine von böser Energie erschaffene Illusion? Der Mond auf dem Bild schwankt. Keine Ahnung. Ach, Moment. Fällt mir gerade was ein. Ich muss noch mal ganz schnell im Hintergrund was machen, bevor ich das vergesse. Das müsste es, glaube ich, sein, ne? Ja. So. Oh Mann, ey. Hier boxt der Papst im Kettenhemd und das persönlich. Oh, jetzt habe ich mir wieder keine Freunde gemacht. Egal. So. So, Dille. Ja. Okay. Oh, interessant. Wolfman Garn ist online. Ach was. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wo ist diese Wandmalerei? Ach, da. Na. Was haben? Wow. What's that? Entschuldigung. Yo. Keine Ahnung, aber wir gehen einfach mal rein. Jo, gute Idee. Nein, ist es nicht, aber egal. Eine finstere Energie liegt in der Luft. Jojo. Ach, ist das sowas wie ein Dungeon? So. Oh, 20 von diesen Viechern. Na. Oha. Na, die hauen aber richtig rein hier. Na. Oh. Soll jetzt die 5 drücken, Herr Mingan. Das müsste Nummer 19 sein. Jawohl. Und da ist Nummer 20. Gut. Oha. Ach, verdammt. Na, egal. Ich klopf mal höflich an. Au. Oh, 40. 6. So, die 7. Ja, 37, 38. Fertig. Und vielleicht haben... Wow. Da sind sogar noch... Supala. Verdammt. Jetzt habe ich mich gerade selbst unterbrochen. Na gut. Ach, hier kommen immer wieder welche. Okay. Uff. Also sag mal. Oh, cool. Bessere Handschuhe. Also sollen es wohl sein.
Ja, sind sie auch. Oh Mann, ey. Boah. Jo. Boah, ei. So, uppala. Einmal bitte Leben nachtanken. Danke. So, 57 haben wir jetzt. Na, ich weiß, dass wir später noch jede Menge Gold brauchen. Ach, Mengan. Mal ein bisschen nachdenken. Würde helfen. Okay. Ja, ihr könnt ruhig kommen. Aber in interessant. Was für Ekeldinger. Ja, okay, die Aufgabe ist fertig. Nee, ein bisschen verfehlt, aber egal. Sodele. Dann lass mich erstmal bitte kurz was gucken. Achso, das war Gravuren, ja. Ich hoffe, dass wir näher noch Sachen bezüglich der Superladung bekommen. Und wir haben... Ach, ja, hier. Der Mokoko-Samen. Ich glaube, was das betrifft, da werde ich später mal ein wenig nachgucken. Und jetzt nicht unbedingt in den Streams. Oh. Alter. Na komm. Och, Mengan. Na. Ja, die Haltungsfertigkeiten. Ich habe da noch mal überlegt, weil die Haltungsfertigkeiten fürs PvP ist klar. Ist halt in so einem, wenn es wirklich sehr schnell geht, doch nicht wirklich ratsam. Da muss ich diesbezüglich nochmal nachschauen. Weil ich möchte ja schon gern irgendwann nochmal das PvP machen. Und das sage ich als absoluter PvEler. Aber irgendwo hat es mich doch ein bisschen abgeholt. Zumindest in den Mehrfach-Matchen. Achso, hier gibt es ja, glaube ich, keine Mokoko-Samen, ne? Ja, gibt's nicht. Hätte ich tatsächlich nie gedacht. Ja, okay, der Ring. Ja, das wäre Crit besser. Aber Vita ging runter, Kompetenz ging runter, Spezialisierung ging runter, ne. Achso, Moment. Wie sieht das hier? Ja. Crit ginge rauf. Alles andere ging runter, ne. Das lassen wir mal. Okay, hier Wertsähigkeit hoch und der Rest Müll.
Na gut, dann zack, zack, zack. Und weg damit. Annehmen, danke. So. So. Genau. So. Kommt mal ran, ihr werdet da genauso gekillt wie nebenan. Ey, ich hab die 7 gedrückt. Boah, die möppeln hier aber auch verdammt gut rein. Oh, da sind noch 5 oder so. Ja, doch noch ein paar mehr als 5. So, jetzt ist die Frage, wir müssen hier lang, könnten aber auch da... Ne, komm. Wir müssen so oder so da lang, also daher. Wieso habe ich eigentlich jetzt nicht die Minimap auf? Also, diese Karte hier. Ein ganzer fieser Map. Oh, da hat tatsächlich einer das Ganze überstanden. Eieiei. Jei. Ups. Da ging es wohl ein wenig in die falsche Richtung. Na gut. Egal. Jo, kommt mal ran. Guck, Überraschung. So. Jo, okay, jetzt darf ich auch mal. Ihr hattet eure Chance. Oh. Ja, verdammt, da habe ich ein bisschen verrallt, das Richtige zu drücken. Okay. Oha, wir kriegen aber momentan ganz schön einen mit weg. So. Okay. Achso, ich wollte ja mal kurz bei den Fertigkeiten was gucken. Nein. Kann ich gerade nicht. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man sich mal vorstellt, das ist alles in einem Gemälde drin. Ups. Och, mein Garn. Mein... Ein bisschen nachdenken. So. Okay. Und da haben wir den letzten von dem. Okay. Oh. Na, jetzt geht's ja rund hier. Okay, da waren noch ein paar. Ja. Geht baden. Komm, seid lieb. Dankeschön. Die sind so blöd und hören auf mich. Dann muss ich aber einen einschlagende Argumente haben oder einschneidende. Wie war das? Ich verspreche euch, es geht euch durch Mark und Bein. Ja. Okay. Oh oh.
irgendwie habe ich gerade einen etwas... Wie kommst du in meine Illusion? Wenn du deine Hand an die Seelenkugel legst, dann werde ich dich töten. Das hast du so oder so vor, also daher. 6 Lebensbalken, okay. Ah, da ist sie. So, ich muss sie jetzt... Ja, Mann. Ah, gestunt. Gestunt. Lass es. Ich muss jetzt nur mal sehen, dass ich es irgendwie schaffe, hinter sie zu kommen. Ah, die dreht sich zu schnell. Lal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 a. Lattes. Upsala, nicht so hoch. So, hat nur noch 2. Na, F1 habe ich gesagt. So. Und dann kriegt die Seelenkugel hier auch noch einen mit. So, und weg ist sie. Ja, ich kriege immer noch Adepten. Okay, das Ding ist tatsächlich besser. Okay, ja komm, die Adeptentränke, die brauche ich nicht. Die kann ich auch nicht verkaufen und nichts. Lied der Flucht. So. Dann dürften wir, glaube ich, mit... Aua, mein Kreuz. Mit ihm hier gleich sprechen. Oh Mann. Ja, sage ich doch. Gute Arbeit. Der Gestaltwandler muss über lange Zeit immense Kräfte gesammelt haben. Jo, das habe ich gemerkt. Yay, Level up. Muss ich mal gerade gucken. Moment mal, wo ist... Ne, das ist es nicht. Dunkle Axt. War das das? Oh, ich weiß es immer nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah ne, das... Ja. Oder war das Erdspalt? Ne, Erdspalt ist schon hoch. Da muss das tatsächlich dunkle Axt gewesen sein. Wird sich wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sowieso noch umändern. Ah. Seht ihr? Da haben wir das Dungeon. So, jetzt will ich mal gucken. Ich habe das ja gerade durchgespielt. N. Oh, nee, habe ich nicht. Ja, komm. Was soll der Geiz? Dann gehen wir rein. Machen das einmal in schwer. Und dann sehen wir weiter. Ja, ja. Es dürfte ja hoffentlich nicht allzu lange dauern. Oh. Ja. So. Hey. Oh, 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 oh. Nicht hier baden gehen, Herr Mingan. Das, ja, das habe ich mir fast gedacht.
Jetzt sind hier nämlich auch Mokoko-Samen vorhanden. Und zwar 10 Stück insgesamt. Werde ich jetzt allerdings nicht sammeln. Weil ich habe mich jetzt dafür dann entschlossen, Mokoko-Samen... Ja. Ja, Spezialisierung. Die Mokoko-Samen später selber, also offline zu farmen. Okay, da wollte ich hin. Wieder irgendwo was gekriegt, aber ohne dass ich es weiß. Toll. So, 4 von 5. Cool, da fehlt nur noch der Typ. Dann hätten wir die Sammlung voll. Oh, die haben wir voll. Cool. Jetzt wollte ich nur mal gucken. Sammelstück, Beziehungen, Abenteuer, Foliant, Questen. Nein, ich will nicht auf den Job. Es erinnert mich nur dran. Kartologie, Kaderinfos. Dass ich mir die Rüstung. Ah, hier ist es. Okay. Naja. Das mache ich mal hier. Upsala. Runter. Und ich meine hier. Oh, welche Fertigkeit war denn das nochmal? Nee, du warst es nicht. Du warst es auch nicht. So, du. Ja, ich glaube, du warst das. Windschnitt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich werde das auch gleich tatsächlich nochmal versuchen. Da ist Windschnitt. So, kann ich euch... euch kann ich höchstens jetzt auf 8 setzen. Ja, dich. Fehlen tut das hier. Und dafür kommst du raus. Nee. Komm, dich packe ich mal auf 7. Und dich auf 10. So. Speichern. So, upsala. Nein, Moment. Sowas. So. Speichern. Unbekannte Voreinstellung des Buches, Korridor werden nicht gespeichert, hä? Ach so. Ja, komm, dann setze ich die Punkte noch da rein. So, speichern. Ja, ich weiß. So, K. Okay, wir haben hier 6. Ich würde aber hier tatsächlich die 4 rausnehmen. Und würde die hier bei Windschnitt reinsetzen erstmal. Dass wir hier unten nachher das Ding haben. 30% Abklingzeit und 30% 4 Punkte.
Ich nutze erstmal den. Ich weiß, Empfehlung. So, ich setze ihn tatsächlich mal auf die, upsala, auf die 5. Dann mal gucken. Klopf, klopf, klopf. Da ist die 5. Ja, die Haltungsfähigkeiten sind zwar im PvE ganz gut, aber fürs PvP absolut ungeeignet. Meiner Meinung nach. Oh. So, 39, das... Upsala. Das heißt, es fehlt noch einer. Ja, da ist er. So. Ui, wo ist die blöde 8? Da. Na. Ja, ich werde mich da diesbezüglich sowieso noch mal... Ja. Schlau machen, schlau gucken, lesen, wie auch immer. Weil... Ah, okay. Ja, wenn wir jetzt hier einen finden, okay. So. Ach ja, jetzt kommt das hier, genau. Ernsthaft? Wie schnell ist der denn down gegangen, bitte? Aber na gut. Was hätten wir da? Groll und... Na. Upsala. So. Oh, ich habe hier ganz vergessen, nebenbei meine Uhr anzumachen. Damit ich sehe, wie spät wir es haben. Ja. Wow, 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 wow. Oha. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Leben tanken. Weil ich werde das natürlich versuchen, so zu machen, dass es halt meine Skillung ist. Wenn sie da jetzt allerdings einer anderen Skillung ähnelt oder gleich ist, dann kann ich es auch nicht ändern. So, viele Gegner dürften nicht mehr übrig sein, also zumindest hier nicht. So... Naja, okay. So, jetzt geht's hier runter. Ja, ja. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. So, down ist er. Ja, das Gemeine ist halt hier tatsächlich, sich hinter den Gegnern zu positionieren. Das ist halt das Schwere. Aber nicht das Unmögliche. Ach, du grüne Neune. Wir haben zu... Ich habe zu viele Heiltränke verballert.
Ja, ja. Ach. Meine wichtigste Attacke ist aktuell ja auf der 6. F1. Au. Der 6 nicht auf der... Ja. Puh. Sheesh. Das war hart. Waffenkraft. Waffenkraft plus 9. Okay. Naja. Wenn's schön macht. So. Okay. Uppala. So. Bäh. Verhaltet doch mal eure Suppe bei euch hier. Sag mal. So. Na. Na, 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 hier. Puh. So. Rüber da. Na, da hat doch tatsächlich noch einer überlebt. Verdammt. Ich stand gerade hinter ihm. Das hat man auch gesehen. Aber er kam hier nicht ran. Ja, ja. Ihr könnt mich mal gern haben. Habt ihr wahrscheinlich auch. Upsala. Ah, jetzt wollte ich gerade die 5 drücken. Oh, 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 oh. Puh. Hey. Ja, F1 nachtanken. So. Gucken, was hätten wir da? Nekromantie, Meisterschlag, nicht brauchbar. Also zumindest nicht für den Charakter, so wie ich ihn spielen möchte. Ja, ja. So, das Ding ist fertig. Ah, da hat er gerade nicht doppelt geladen. Ach, schon wieder nicht doppelt. Hä? Okay. So. Kommen Sie ran, hier werden Sie geschnitzelt wie nebenan. Tanken. Ah, die haben sich zu schnell gedreht. Das ist ärgerlich. So, Ruhe im Karton. Dong. Und jetzt kann ich die Kugel hier friedlich zerschneiden. Friedlich zerschneiden. Ja, ja, jetzt kommt hier noch eine halbe Armee. So.
Oha. Ah, ich muss aber sehen. Ja, okay. Dann kommt es jetzt zum Endkampf. Gleich. So. Okay, wir haben noch genug Leben. Na, geh ab da. Ab geht's. Klopf, klopf. Ja, komm, das hatten wir schon. Daher. Ja, ich sehe gerade nicht, ob ich sie angucke. Oder ob sie mich anguckt oder nicht. Aua, 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 aua. Au, au. Ja, gestunt. Oh, 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 oh. Leben nachtanken. Und das nicht zu knapp. Au. Au. Oh, mein Gott. Mann, bisschen Konzentration bitte. Meine Herren, ey. Wieder in die falsche Richtung. Oh, da hat sie mich gestunt. Oh, oh. Ja, puh. Glück gehabt. Oh, schon wieder. Appala. Mann. Och, nimm gar nicht. Langsam reicht's. Okay, jetzt ist sie down. Puh. So. Okay, ja komm, das können wir überspringen. Adeptenheiltrank, ach du. Ha. Ja, okay. Ist schon mal besser. Was war das hier? Achso, das Ding mit der Nekromantie etc. Notizblatt, hä? Achso, ja, weil wir hier von Mokoko-Samen eingesammelt hatten. So, einmal Lied der Flucht. Puh. Mann. So, wo müssen wir dann eigentlich jetzt hin? Ah, wahrscheinlich. Ja, hier hin. Cool. Dann geht's gleich weiter hier mit dem nächsten Turnier. Und hoffentlich auch mit dem nächsten Turniersieg. So, ich gehe schon mal kurz in die Stadt zurück. Und dann einmal kurz rüber. Mit der F4-Taste. Oh, sorry. Ab in die Wolfsfeste. Ah, uns fehlen trotzdem noch weiterhin die Piratenmünzen, ne? Also davon mal ganz abgesehen. Und das nicht gerade wenig. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. Ihr könnt sie euch im Büro ansehen. Jojo. Mission abschließen. A4. Wir hätten 77. Ja, 150. Okay. So. Ah, ich kann nicht mehr als eine Forschung machen.
Oh Mann. Ja, Werkstatt bringt alles nichts. Gut, dann F3. Achso, Moment, da muss ich erst wieder raus hier. So, jetzt F3. Ja. Ja, richtig los geht sowieso erst, wenn man Stufe 50 ist. Mit den ganzen Chaos-Dungeon. Und so weiter. Halt, Moment. Was? Da? Ha. Nee. Skins. Na nett. Okay. Okay. Okay, nee, er ist nicht so meins. Okay. So. Fuchskugeln? Miro ist Gestaltwandler? Aber ich habe keinen Schwanz gesehen. Beginn das Match. Ja, ganz einfach. Oh, sorry. Ja, komm. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Jo, klar. Nimm am Turnier teil. Es wird immer spannender. Dieser Kampf wird der Hammer. Okay. Sah Miro schon immer so aus? Ziemlich wild, oder? Egal. Bitte konzentriert euch auf den Kampf. Dieser Geruch. Du hast meine Kugeln zerstört. Ich hätte ein Mensch werden können, aber du hast es verhindert. Dafür wirst du bissen. Ja. Sag mal, Leute, kommt mir das nur so vor oder werden die Gegner immer leichter? Oh. Unglaublich! Oder ich immer besser. Miro wurde besiegt. Das Turnier hat soeben erst begonnen. Also bleibt hier. Es erwarten euch noch mehr unglaubliche Kämpfe. Ja. Wohl wahr. Oh, guten Tag. Wow. Miro ist Gestaltwandler. Ich weiß es immer noch nicht. Aha. Keine Angst, ich kümmere mich drum. Du warst eine große Hilfe. Jawohl, ja. So. Oh, Abenteuerbelohnung im Folianten. Jawohl. Und ich befürchte, die werde ich noch oft brauchen. Ja. Ja. Und alle Mann zerlegen. Dankeschön. Soddele. Okay, da muss ich erstmal dahin.
Ja, 46 sind wir schon. Cool. Ich habe keine seltsame Energie von Einhand gespürt. Okay. Na gut. Letztes Mal sah ich seinen Maschinenarm explodieren. Sei besser vorsichtig. Okay. Maschinenarm? What? Ah, können wir da gleich in das nächste reingehen? Na, ist es ein Gunlancer? Oder was auch immer. So. Okay, bist du bereit? Jo, sowas von. Ich bin bereit. Arena von Shanghun. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Muss ich dir das immer noch beweisen? Zeit für den nächsten Kampf. Der Kampf, auf den ihr alle gewartet habt. Zwischen den Herausforderern. Wird der neue Herausforderer die Geschichte des Turniers umschreiben? Aber es endet hier. Jetzt wird es wirklich spannend. Shanghuns sechstes Schwert, Einhand, berühmt für seine monströse Kraft. Es. Letztes Jahr war er noch Herausforderer. Schauen Sie, dass du meine Faust spürst. Ah, hier, Jojo. Interessant zu wissen ist auch, dass Einhand schon als Kind so genannt wurde. Er wurde gehänselt, weil er nur eine starke Hand hat. Diese Halbstarken werden jetzt aber sicher nicht mehr über ihn lachen. Oha, ich muss mal ein bisschen nachtanken. Eine Herausforderin spielte offenbar eine wichtige Rolle im Bürgerkrieg von Lutera. Ja, ist definitiv nicht nur zur Zierde. Ja, Wächter. Ach, Mengan. Oh. Okay, der ist tatsächlich schon ein bisschen knuspriger. Okay, jetzt hat er verloren. Oh, es sei denn, ich hau mal wieder voll ins Met daneben. Was für eine Wendung! Einhand, das sechste Schwert von Shanghun und der Schrecken jedes Herausforderers hat verloren! Kann irgendwer diesen Herausforderer aufhalten? Applaus! Applaus, liebe Leute! Na, ich hoffe nicht. Wir wollen noch der neue Champion werden, oder? Oder auch nicht? Oh, keine Ahnung. So, also von mir aus können wir gleich. Oh, das war ganz schön spannend. Ach ja, du. Mächtige Energie von Einhand gespürt. Nein, außer er hat die Energie versteckt. Verstehe. Es sei denn, er hat seine Energie versteckt. Das habe ich doch gerade gesagt. Nein. So. So, können wir gleich den nächsten machen? Wenn er nur Großmeister geworden wäre. Er ist jetzt nicht schwach, aber. Aber. Tja. Der junge Meister Hodon war unglaublich. In letzter Zeit nicht mehr. Okay.
Das fünfte Match. Okay. Okay. Beginnen wir den Kampf? Jo, beginnen wir das Match. Ha. Das müsste jetzt ja fünfte sein. Und acht sind's. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Als nächstes im Chang-Hun-Turnier. Das Erbe der Juk-Familie und das fünfte Schwert von Chang-Hun. Hier kommt Hodon. Er will hier beim Turnier seine Ehre wiederherstellen. Gut, so viel ihr wollt. Mal ich sehen, zeig's ob euch Hodon allen seinen Ruf rettet. Die Macht des Hodon! Ja! Oh. Kampf 5. Hodon, Erbe der Juk-Familie. Doch die Großmeisterprüfungen sind schon lange her. Was Kampfkünste angeht, ist er ein Meister. Daher wurde er auch als fünftes Schwert auserkoren. Was für ein feuriger Kampftag! Unser neuer Herausforderer! Dieser aufsteigende Stern hält sich wirklich gut gegen Hodon. Oh. Edge daneben. Anscheinend ist in dem Turnier tatsächlich alles erlaubt. Erinnert mich so ein bisschen Mortal Kombat. Boah. Okay, der ist tatsächlich etwas knackig. Ich kann so einen Angriff hier einzusetzen. Wieso? Okay. Überraschung, Leute. Wir brauchen wohl ein neues fünftes Schwert. Hoffen wir, dass Hodon diesmal seine Lektion lernt. Nimm dir besser eine Auszeit, Hodon. Also er hat wirklich gut gekämpft, muss man sagen. Genau wie ich dachte. Ich habe gehört, Hodon ist im Prismatal und reinigt zur Strafe den Bambustempel. Okay. Nein, ich möchte jetzt kein PvP machen. So, wie spät haben wir es? 12 Uhr 10. Gut. Ja, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Sorry, Leute. Ja, was ist das hier eigentlich? Verarbeiter? Nein, das möchte ich jetzt mal kurz wissen hier. Wir haben hier Bäcker und so weiter, aber Verarbeiter, das sagt mir jetzt nichts. Das müsste der, glaube ich. Ach, hier, doch. Oh, eine Sekunde. So, da bin ich wieder, sorry. Achso, das sind Werkzeuge. Jagdwerkzeug. Ja. Okay, ja. Hast
Hast du schon die Teigtaschen? Hast du in die Teigtaschen werfen sehen? Nein, ich dürfte die Teigtaschen bisher immer noch nicht probieren. Ich sollte sie zwar herstellen, aber probieren ist nicht. Tja, wer weiß, wofür es gut ist. Wie läuft's mit der Untersuchung? Tja, gute Frage. Ah, und das Schwert ist schlechter, okay. Okay. Ah, geht's jetzt in die andere Richtung? Na gut, was ist das hier eigentlich? Das Festival beginnt in 9 Stunden. Ist schön dafür. Wisst ihr eigentlich, was ich die ganze Zeit vergessen habe? Ja, außer das. So, einmal Gildenspende. Meine Gilde zu begrüßen. Geht doch gar nicht. Also die Person, die Mannprobe sieht, jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay, das Schwert. Weil das wäre gleich. Ja, das wäre tatsächlich gleich. Komm, dann zerlege ich das. Dankeschön, bitteschön, weitergehen. Hä? Hast du das Turnier gesehen? Wahnsinn. Ja, habe ich. Ja, ich wollte nochmal gerade gucken. Lass mich mal kurz, Entschuldigung, überlegen. Das wären 2000, ja, ungefähr 39 Euro. Tja. Mal gucken. So. Au, oh, und hier ist auch wieder ein Dungeon. Ja, ja. Moment mal. Wo bin ich hier überhaupt? Ach. Oh. Moment. B. So, die dürfte ich aber allerdings wieder sammeln können. Ah, hier ist irgendwo was. Ja, aber wo? Ah, wahrscheinlich in die andere Richtung. Okay, na gut. Jo, jo. Alter. Alter. Jetzt werde ich aber langsam bass. Mann. So, darf ich jetzt bitte die Quest annehmen? Dankeschön. So. So. Na. Och, nö, Leudis. Ach. So, jetzt. So. Ja, verdammt, das kann ich jetzt nicht sammeln.
Puh. Ja, kommt mal ran, kommt mal ran. Ach, du grüne Neune. Ja. Lecker geschnetzeltes. Okay. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Nein, das dauert zu lange. Bis wir da sind. Wow. Okay. Muss ich jetzt hier echt das ganze Rudel platt kloppen? Jetzt passt mir ja so gar nicht. Ja. Da geht's lang. Jo. Scheibenhonig. Kann den Gegenstand nicht nutzen. Na toll. Dann hau doch ab, ey. Ist mir sowieso ganz lieb, dass er abdampft. Oha. Mal ein bisschen Leben nachtanken. So, B. Ja. Okay, aua. Ach ja, ist ja noch keine Haltungsform. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das Ganze hier zu einer Haltungsform machen werde. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Lass mich erstmal sammeln hier. Okay. So. Und tschüss und weg. Oh, was haben wir da? Guten Tag. Aber wieder nur Adepten, ne? Heiltränke. So. Was war das denn? Okay. Oh, ein Geist. Jetzt sag mir nicht, du hast Angst vor Geistern. Ja, wieder nur Adeptentränke. So. Also es kann jetzt auch mal außerplanmäßig sein, dass ich streame. Das heißt, es könnte sein, dass ich zum Beispiel auch heute Abend gegen 23 Uhr streame oder so. Mal gucken. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Was ist das? Oh, die kriege ich gar nicht. Noch, also definitiv noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich eigentlich beim Bergbau 7. Sammeln 6. Und ich glaube, ich muss erst 10 sein. Tja, da hakt's. Okay, das kann ich auch noch nicht machen. Na gut. Schön. Guten Tag auch.
Ich pack die mal hier rein. Das ist dann, glaube ich, mit 50, ne? Ja. So, was war das hier nochmal? Ach ja. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Oh. Nein. Verstärkendes Schild kann auch weg. Da würde ich nur das bekommen. Heieieiei. Spurenessenz. Okay. So. Moment. Verkaufen kann ich die ja nicht, ne? Nicht handelbar, ja. Ja, okay. Ui. Schick. Schick, 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 schick. Flammengranate gebunden. Ja. Das ist schon mal ganz nice. Und hier... Ja. Also eigentlich Schutztrank. So. Hier kommt später. Ha, hier. Eine Schmetterung. Hey. Superladung. So. Damit wären wir auf 17 bei der Superladung. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, das brauche ich erstmal nicht. Gut, okay. Das dürfte erstmal reichen. Glaube ich. So, erstmal müssen wir hier bitte einmal alles reparieren. Dankeschön. Frage mich, ob es unserem Bruder gut geht. So. Bruder Wanfu, er hat eine traurige Geschichte. Ein großer Kampfkünstler, der sein Training aufgrund von Krankheit seiner Frau abbrechen musste. Ah ja, das ist natürlich... Das ist wohl wahr, das ist etwas ärgerlich. Aber ich sage mir in der Hinsicht, Family geht immer vor. Och, mein Gan. Ah, ich muss hier sowieso 10. Na, bitteschön. 10 von den Dingern. Plattwischen. Plattwischen, ey. Sag mal, Mingan. Was laberst du hier eigentlich für einen Käse? Oh, komplett in die verkehrte Richtung geschnetzelt. Wo ist die... Okay. Ja. So. Kommt mal ran.
Oh ja. Schön. Uah. Oh. Verpasst. Ja. Schnapp ich mir hier erstmal das. Von hier an gibt es nur verlassene Häuser. Na, ich werde gleich wahrscheinlich angegriffen. Nö, doch nicht. Okay. Die kann ich auch noch nicht sammeln. Puh. Das heißt wohl, ich muss hier definitiv. Na gut. Erstmal noch ein bisschen. Offscreen das ein oder andere Gebiet leerfarmen. Oh, schön. Wie viel Mokoko-Samen gibt's hier eigentlich? Waren, glaube ich, auch nur 4, ne? Ne, 10 sind's. Okay. So, dann haben wir hier noch. Klopf, klopf. So, okay, das ist fertig. Schön. Aber dennoch. Ah, wieder Adepten halt. Wobei, ich behalte die jetzt mal. Und wenn ich genug habe, dann verticke ich sie. Doch, ganz einfach. So. Ja, ja. Ich bin ein Monster. Ohne Gesicht. Hä? Das glaube ich jetzt nicht. Ah, das kann ich nicht sammeln, okay. Upsala. Okay, dahin. Das glaube ich nicht, dass sie ein Monster ohne Gesicht ist. Okay, ich habe da sowieso eine ganz andere. Seine Frau war wunderschön. Wonfu wurde von allen beneidet. Okay, doch, dann kam die Krankheit. Ich hörte, dass ein Schüler eines Arztes namens Samha im Dorf Rattan lebte. Okay. Oh. Na, AFK-Gamer oder was? Ha. Oh Mann. Oh. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich befürchte, meine Kopfhörer geben langsam Geist auf. Ein Schüler des göttlichen Doktors Samha. In meiner Jugend wurde meine Großmutter schwer krank. Okay. Naja. Von hier an gibt es nur verlassene Häuser. Okay. Nur lass mich das mal bitte sehen. Wie gesagt, mir egal. Hauptsache keine Clowns. Oh, okay. Sagte ich. Das erinnert mich doch sehr stark hier gerade mit dem Gelache an die. An den Wahnsinn von Lutera. Wow. Okay. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Warum? Was ist hier?
Wer weiß. So. Upsala. Na. Da geht's lang. Ah, hier rein. Okay. Du siehst nicht so aus, als wärst du nur zufällig in der Gegend. Da hast du richtig geraten. Oh, okay. Wenn sich das hier so schon so freiwillig anbietet. Okay, wir haben hier noch was. Dann haben wir da eine Höhle. Oh, sorry, Leute. Na. Hoppala. Auch nicht schon wieder rotes Pulver. Guten Tag. Jojo. Gib her. Dankeschön. So, was haben wir da? Oh, schön. Ether-Opfer. Stabilität. Superladung. Zweimal bitte öffnen. Dankeschön und Dankeschön. Jetzt müsste ich 19 von der Superladung haben. Okay, jetzt mache ich mal was, was ich normalerweise nicht mache. Upsala. Superladung Gravuren. So. Einmal bitte kaufen. Ja, eine. Jetzt habe ich zwar wieder überhaupt kein Gold. Aber das ist mir in der Hinsicht tatsächlich Jacke wie Hose. So. Jetzt kann ich hier nämlich auch die drei Superladungsdinger nehmen. So, Gravur, nicht handelbar, etc. Map, K. Na, P, meine Herren. So, 4% Schaden. Stufe 1, Ach so. Moment mal. Ja, hier gucken wir mal. Ja, ich weiß. Was? Ah. Da sind Gravuren. Superladung leider nur 2. Verderbte Energie auch. So. Skins etc. Danke. Moment, K. Nein. Oh, ich lerne das noch. So, K, der. So, Gravuren. Superladung. Minus 8% Aufladegeschwindigkeit der Aufladefertigkeiten. Plus 4% Schaden. Okay.
Bossen und höheren Monstern. Und das ist das P. Ja, ich mach das jetzt mal tatsächlich. So, wenn ich jetzt auf Gravieren gucke. Okay, dann ist Stufe 1. Gut, dann habe ich die beiden schon mal auf Stufe 1. Superladung und Groll. Ja, und den Rest muss ich dann gucken. Mal gucken, ob das Ganze soweit klappt. Achso, Moment. Map. Ach, Quatsch. Hier. Gott. Ja, jetzt bräuchte man natürlich auch noch Gegner, ne? ich weiß, meine Sprüche waren auch schon mal besser. So. Achso, das ist die Notiz. Oh, Moment. Da haben wir noch eine Quest. Ah, Mann. Guten Tag. Bitte, 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 bitte. Oder so. Na gut. Ernsthaft? Na gut. Dann gehen wir erst da hoch. Irgendwas war gerade mit Mega-Aufladung. Okay. Ach, 6. Nein, gar nicht. So, einmal bitte hier richtig losschnetzeln. Hey. Okay. Ah, nein. Erstmal hier. So. Jetzt können wir den Mokoko-Samen hier nehmen. Oh, schön. Einmal bitte 5. Dann die 6. Und weg mit euch. Schön. Oh, halt. B. So. Okay. Okay. Irgendeine Mega-Aufladung. Huh. Ey, 3 habe ich gesagt. Okay, ich muss sagen... Bisher gefällt mir das Ganze ganz gut hier. So. Also hoch. Einmal bitte die 5 gedrückt. Einmal bitte die 6 gedrückt. Und weg mit euch. Schön. Bessere Hose. Na, achso, ich muss die Kiste kaputt hauen. Jojo. Ich muss sagen, bisher die Superaufladung gefällt mir ganz gut. Also wenn ich sie denn so auch verstanden habe.
Also wahrscheinlich zieht die die ran. So. Ja, ja, komm. Gib an, gib an. Komm, mach's wie der Pup im Winde und verschwinde. Okay. Super. Auch ihr könnt mich jetzt mal. Ihr könnt mich jetzt mal ganz gern haben. Noch habt ihr die Chance zu überleben. Gut, also zumindest was mich betrifft. Sodele. Jetzt mal gucken. Wir müssen dorthin. Ich werde aber trotzdem jetzt mal hier Richtung des Dungeons kurz reiten. Ja. So. Wenn ich denn hinkomme, heißt das. Ja, komme ich gut. Super. Genau. Lasst es sein. So. Hier nehme ich nochmal die Pflanze mit. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel fehlt mir. Boah, da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Upsi. Was gibt's hier außer Pflanzen eigentlich noch? Ach so, Pflanzen. Na gut. So. Jo, jo. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ei, 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 ei. Wahnsinn. Oh, na komm. Ah, jetzt ist er unverwundbar und lädt sich wieder voll auf, ne? Ja, war klar. Ja, ja, ja. B. Sodele. So, einmal bitte sammeln. Au, ich befürchte, da ist wieder irgendwas wegen upsala, den Samen etc. Ja, mal gucken. So, achso. Ich kann den Gegenstand gerade nicht nutzen. Sorry, Leute. Jetzt kann ich ihn nutzen. So. Ja, ja. Befallene. Die gute Nachricht? Ach, ihr Zustand ist gar nicht so schlecht. Ihr Mann hat sich gut um sie gekümmert. Ja. Die Gesichtsmuskulatur ist verätzt. Verehrt. Wie auch immer. Danke. Du hast mir einen Doktor besorgt. Er erzählte, was du durchgemacht hast, um ihn zu holen. Ahnungslos über diese glückliche Nachricht. Okay. Ja. So. Ich vermute. Okay, wir gehen erstmal hier nochmal schnell. Upsi.
frage mich, ob es unserem Bruder gut geht. Tja. Ich denke mal, es wird ihm bald gut besser gehen, wenn seiner Frau. Was ist? Ich bin gerade beschäftigt. Ja, ja. Moment, dieser Brief. Krankheit ist heilbar. Jo. Ich sollte jetzt besser zu meiner Frau. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Genau, gekommen bin ich dir. Genau. Genau genommen bin ich dir gefolgt, okay. Ja. Okay. Map. Ja, das habe ich mir jetzt nämlich fast gedacht. Jetzt kommt das Dungeon. Und da weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch zeitlich packen. Vor allen Dingen, wenn da noch so viele Leute vorstehen. Wer ist da? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es aber trotzdem gern machen. Na komm, betreten. Betreten, abtreten. Je uns Barriere. So, das ist. Oh, hier gibt's sie. Oha. Sieben. Okay. Wieso? Wieso kann man hier die Dinger abhauen. Hä? Tja. Aber wahrscheinlich ist da wieder sowas wie, ja, ihr müsst das und das machen, um das und das zu machen. Ja. Mega-Aufladung hat geglückt. Schön. So, jut. Hey, 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 hey. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay und okay. Ah, das Ding macht mehr Crit. Flinkheit und Zähigkeit. Nee, ich brauche ja. Na, es macht mehr Vitalität, Zähigkeit, Flinkheit, aber minus Crit. Nee, komm. Nur weil das ein bisschen mehr Dings hier macht. So. Guten Tag. Aua. Uiuiuiui. Da habe ich ein bisschen mich selbst überschätzt. So, fertig. Gut. Egal. Huch. Okay, die lassen. Ja, das hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn die mich in Ruhe gelassen hätten.
Ja, noch sind sie blau. Oha. So. Achso, der ist wieder blau. Okay. Ah. Okay. Okay. Ja, ja. Ups. So, die Sache ist hier erledigt. Ach so, huch. So, springen. So, 15 von 33. Oh, eine Truhe. Cool, ist da was Schickes drin? Ja. Es ist was Schickes drin. Gift. Na, wo ist sie? So, weggeschnetzelt. Wobei, ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Leichengeschnetzeltes oder... In dem Fall... Sind das ja, glaube ich, Untote. Untotengeschnetzeltes. Oder? Nee. Oh, 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 oh. Ei, ei, ja, ja, ja. Boah, ja, 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 ja. Ja. Eine Sekunde.
So. Sorry. War gerade ein Telefonat. War relativ wichtig. Ihr habt ja gesehen, dass ich nebenbei dann weitergeschnetzelt habe. Das ging. Auch wenn es ein bisschen Autsch gemacht hat. Aber egal. So. Dann noch ein Mokoko-Samen gesammelt nebenbei. Ja. Ist ja gut, Jonzo und Jonza, alles geht platt, danke. Hier muss ich nun da. So, also bisher muss ich sagen, finde ich jetzt das Dungeon nicht allzu schwer. Da hatte ich tatsächlich schon schwerere. Ich sag ja nur das Dungeon, was wir gestern durchgelaufen sind, ne? Oh. Jetzt sag mir nicht, wir müssten hier eigentlich zu dritt rein. Um das zu erledigen. Dass deshalb die Leute da draußen waren. Oha. Oh, oh. Oh, wieder Lebens... Puh. Ah, okay. So, Nummer 1 müsste erledigt sein. 3 von 10. So. 5 von 10, okay. Boah. Oha. Wieder Leben nachtanken. Ah, okay. 6 von 10. Was haben wir hier? Außer noch ein Mokoko-Samen. Cool. Haben wir hier sonst noch was? Ja, da ist noch einer. Ja. Okay. 3 von 7 Mokoko-Samen. Ja. Das wäre jetzt was, wenn ich jetzt hier tatsächlich alle 7 Samen finden würde. 6 von... Ich muss mal hier gucken. Ja, hier, seht ihr? Okay, die sind down. Ja. Komm. Sieben von 10. Dann müsste das 8 von... Oh ne, das ist 10 von 10. Okay. Leben tanken. Ja, das Ding muss auch weggeschnitzelt werden. Oh Mann, ey. So, was haben wir? 13-1, okay. Ja, weil ich muss ja nachher noch meinen Sohnemann abholen. Nein, nicht ich muss, sondern ich darf. Also daher. Also muss klingt so gemein. Hm. Oh, Manno. Also irgendwie, ich glaube, ich habe das gleiche Problem wie gestern. Es fehlt ein bisschen die Konzentration. Wobei ich sagen muss, die Auflade, das Aufladeding hier ist
Mega, das gefällt mir. Okay, hier kann ich nur klettern. Jupp, hier. Hier auch. Oh. Also langsam komme ich mir vor. Ja, logisch. Wie ein Assassine. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich ein Assassin spiele. Ah, verdammt, der zweite Schlag ging leider etwas daneben. Mega-Aufladung. Boah. Monster geschnetzeltes, ey. 93%. So. Okay. Moment. Okay, da komme ich. Da komme ich nicht hin. Ha. Obwohl da ein Pfeil ist nach da drüben. Dann ist da wahrscheinlich ein Mokoko-Samen. Egal. So. Wahrscheinlich hätte man dafür irgendeine spezielle Aufgabe erledigen müssen. I don't knock off show. So. Oh Gott, kennt die überhaupt heutzutage noch einer? Experimente, Tests, etc. So, okay. Innere der... Ja. Au. Ah. Au, da hat's mich zerrissen. Da habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst. Eieieiei. Ich glaube, das ist heute... auch das erste Mal, dass es mich zerrissen hat. Na Mann. Na. Komm. Mingan, mal ein wenig das Hirn einschalten. So, ich bin nämlich gerade kurz am was am bin gerade kurz an was am überlegen, ja. So, ich versuche das einfach mal. Weil, wenn dadurch der Schaden erhöht würde. Okay. Da dürften wir dann die letzte Person haben. Jetzt kommen wir ja gleich, glaube ich, zur letzten Insel. Oder letzten... Ja. Moment, was wollte ich gerade? 3 von 7. Tja, okay. 4 Samen habe ich nicht gefunden. Tja... Macht nichts. So, puh. Ja. Das ist das Herz der Höllenbrut.
Rekiel. Ja, Meisterin Vikas? Es scheint, als hätten wir ein Insekt am Leben gelassen. Oh, widerlicher Wurm. Ich werde ihn zerquetschen. Na? Nun bleibt nur noch das Auge. Ich sehe, du bist sprachlos. Wenn du möchtest, zeige ich dir mehr von meinem Prachtkörper. Nein, danke. Bin ich jetzt nicht wirklich dran interessiert. Hey. Ah, weg da. Eieieiei. Ach doch, du, das könnte ich. Ohne Probleme. Ich bin glücklich verheiratet. Außerdem wärst du nicht so wirklich mein... Egal. Fall. Ich fühle mich seltsam. Okay, ich mich gerade auch. Also, an Selbstvertrauen mangelt es ihr definitiv nicht. Oder ihm oder es. Aua. Hm. Oh. So. So. Kuh. Mal ein bisschen Leben. Beziehungsweise Schutzschild öffnen. Nein, nein! Mein wunderschönes Haar! Meine herrliche Haut! Wartet nur ab! Ich werde mir euer hässliches Gesicht merken! Okay, und feige ist er auch noch. Oder ist sie auch noch. Indem sie ganz einfach abhaut. Jawohl. Ja, das ist in dem Fall besser. Das auch. Ja, das Amulett wäre an und für sich besser. Ja, Geschicklichkeit, Vitalität, Zähigkeit, Flinkheit. Ich würde aber den Crit runtersetzen. Daher, ich packe es mal vorsichtshalber hier rein. Zum Aufheben. Hier habe ich gesagt. So. Der Rest wird zerlegt. Ja, annehmen. Schließen. Schließen. So, Abenteuer. Ja, hier wieder ein paar Mokoko-Samen. Danke dafür. Und F3. Mann, 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 Mann. So, aua. Guten Tag. Dämonen brachen das Siegel? Eine Katastrophe. Ja, das ist wohl wahr. Okay. So, wo geht's hin? Dahin. Gut. Sollte es jetzt gleich noch zu einem Duell kommen, nehme ich das natürlich an. Oder wir machen das, sagen wir es mal so. Jetzt ist nur die Frage. Oh, wir sind schon fast 47. Cool. Dämonen sind in Jans Schleier eingedrungen und haben das Herz der Höllenbrut genommen? Ja. Ich werde die Dämonen aufspüren. Dann warte ich hier auf dich, okay? Yay! Wollte gerade sagen, fast Level up, aber jetzt sind... Was? 10 Punkte bekommen? Cool. Jetzt mal gucken.
Na, verdammt. Da fehlt mir einer. So. Okay. Dann gehe ich hier auf 7. Was ist das? Dauert der Schwertenergie plus 6 Sekunden ausgeteilter Schaden insgesamt plus 40%. Dann hätten wir kritische Wahrscheinlichkeit und Reichweite plus 20% Distanz für Heranziehen von Gegnern. Ja, da muss ich erstmal tatsächlich austesten. Jo, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Und es auch ein bisschen gehofft. Ah, so sieht also, oder könnte eins der Pferde aussehen. So sieht auch die Rüstung aus. Ah, grundsätzlich sieht die cool aus. Ja, guten Tag. Sirion verlor durch ihre Krankheit ihr Gesicht, gab aber nie auf, weil Wonfo immer an ihrer Seite war. Ja. Jo, beginnen wir das Match. So, das müsste jetzt, glaube ich, das vierte Schwert sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Zeig uns mal, was du drauf hast. Nun kommt der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Fangen wir ohne Umschweife an. Annikas viertes Schwert. Wonfo ist einer der stärksten Meister der Jan-Familie. Ich werde nicht vergessen, was du für uns getan hast. Ich freue mich unglaublich auf seine berühmten Kampfkünste. Doch jetzt kämpfen wir. Okay. Bin ich dafür. So. Wonfo ist einer der Meister der Jan-Familie. In letzter Zeit hielt er sich jedoch aus persönlichen Gründen aus dem Familiengeschäft heraus. Nun spendet unserem angespannten Herausforderer eine Runde Applaus! Au! Hoi! So. Kennen die Fähigkeiten des Herausforderers keine Grenzen? Ja, doch. Aufsteigender Stern und erstmaliger Anwärter rückt in die nächste Runde vor. Ein Applaus für unsere beiden Kämpfer. Ha. Na gut. Sodele. Guten Tag. Du hast gewonnen. Ja. Dein Duell gegen Wonfo war ohne Zweifel eins zwischen Meistern. Dankeschön. Die Kampfkünste sind bemerkenswert. Okay, was haben wir hier eigentlich? Achso, das ist das PvP-Dings. PvP-Sachen. Das hätte ich beinahe Gelumpe gesagt. Entschuldigung. Sodele. Dann würde ich sagen, gucken wir noch kurz, ob es hier, naja. Du sollst. Sag mal, willst du mich? Wie es aussieht, habe ich verloren. Ich bin wohl etwas aus der Übung. Da kann man nichts machen. Ja, aber du hast wirklich super gekämpft. Ja. Okay. Aber gut gekämpft hat er, davon abgesehen. Taro. Ich fand den Folianten beim Untersuchen des gebrochenen Siegels. Okay. Sodele. Na, Boge. Ach ja, wir sollen das Ding wahrscheinlich erstmal untersuchen. Hm.
Foliant ohne Titel und die Prophezeiung. Okay. Ja. Die Dämonen wollten das Buch wohl zerstören, weil es Hinweise enthält. Aber was meinst du? Ziehen ist unglaublich. Das Siegel muss geschützt werden. Die Dämonen erwecken die Höllenbrut. Denke ich mir mal, dass die Dämonen die Höllen... Die Dämonen die Höllenbrut wieder auferstehen zu lassen? Jo. Ich befürchte es. So. Was? Ach, da. Hä? Übergibt die Warnung an das Oberhaupt. Ja, aber wo? An das Oberhaupt der Jiko-Familie. Naja, Moment. Ach, da! Ah, wer gucken kann, ist klar im Vorteil, ne? Du kannst dich gern an den... Ach, komm. So. Du sagst, Jocks Schleier und das Siegel der Höllenbrut sind in Gefahr? Unsinn. Meine Schüler bewachen sie ununterbrochen. Ja, es sind Schüler, keine Meister. Kümmere dich nicht um den Jock-Clan. Wenn du unbelehrbar bist, bitteschön. Wobei, ich will mal hier kurz reingucken. Vielleicht haben wir hier ja den letzten Mokoko-Samen. Nö, nicht, dass ich sehe. Oder? Nö. Okay. Na gut. Hey, da geht's los. Tja. Wer nicht hören will und so weiter und so fort, ne? Du kannst dich gern an den Speisen. Ich brauche auch so einen Metallarm. Naja. Diese Metallärme, Arme sind doch etwas, ja. Sarn ist stur wie eh und je. Ja. Seit der Großmeisterprüfung ist es noch schlimmer. Okay. Dann wird's wohl mal Zeit, dass ich ihm eine kleine Lektion erteile. Rattanhügel. Da war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Doch. Melodienwald. Okay. Ich würde sagen, wir stellen uns... Ja, wobei, einen Moment haben wir noch. Einen Moment haben wir noch. Zeit. Ja, ja, ihr könnt mich alle mal gern haben. Habt ihr wahrscheinlich auch. Nein, wieder zum Fressen gern oder sonst irgendwas. Uppala. Geh zum Melodienwald, wenn du Sertruden suchst. Jo, mach ich. Dann geht's ab in den Melodienwald. Und dann mal gucken. Okay. Gut. Ah, hier könnten wir... Jojo. Eisenerz etc. abbauen. Beziehungsweise Erz, was auch immer. So. Ich...
schnapp mir hier erstmal kurz. Ey. Ach, da ist er. Na toll. Sodele. Verflixt. No. Ich hätte ihm diese Zauber nicht beibringen dürfen. Gildal. Warum erwähnst du diesen Mistkerl? Okay. Ja. Na gut. Ups. Was kriegen wir da als Belohnung? Oh. Okay. Emotion Prost. Und wieder eine Geheimkarte. Cool. Sodele. Dann einmal auf die Map gucken. Jupp, hier geht's dann weiter, lang etc. Aber jetzt erstmal kurz nochmal in die Hütte. Oh Mann, sorry. In unsere Wolfsfeste. So, Station. Na, 20 Minuten. Ah, okay. Ja, komm. Mission abschließen. 102. 68. Komm, machen wir das. So. Ich komme hier mit der Inselforschung, Inselarbeit, was auch immer, komme ich einfach nicht klar. Aktuell. Oder nicht voran, sagen wir es mal so. Na. Na. Ah, okay. Abholen. Schön. Ja, Sammlerstücke etc. Weil das Blöde ist, ich kann ja hier auch nicht forschen. Ich glaube, mir fehlt Gold dazu. Na, hier fehlen mir Piratenmünzen. Ja, das müsste Gold sein, tatsächlich. Schleicherprobe. Okay, ja, mir fehlen eindeutig Goldmünzen. Na gut. Alles klar. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, ich kann noch nicht genau sagen, wann der nächste Stream kommt. Vielleicht heute Abend, vielleicht morgen definitiv nicht. Vielleicht auch erst am Sonntagabend. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Ganze auf YouTube seht. Bleibt gesund, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan.